ob der letzte Atommeiler in Deutschland wie vereinbart 2022 vom Netz gehen wird oder doch erst später, das will die Bundesregierung bis zum Herbst entscheiden. Sie könnte sich auch vorstellen, die Laufzeiten für Kernkraftwerke zu versteigern, damit sich die Staatskasse wieder füllt. Jedes Jahr Laufzeit mehr ist für die Betreiber nämlich bares Geld wert. Was bei dieser Diskussion aber gerne übersehen wird, wie sicher sind die zum Teil Jahrzehnte alten Anlagen überhaupt noch und wer haftet dafür, falls doch etwas passiert? Es liegt richtig idyllisch, das Atomkraftwerk im südhessischen Biblis. Seit 1974 wird hier Strom produziert. Damit gehören die beiden Meiler zu den ältesten in Deutschland. Ohne Laufzeitverlängerung müssten sie demnächst abgeschaltet werden. Doch RWE möchte das verhindern. Biblis soll noch 28 Jahre am Netz bleiben. Baugleiche Anlagen wie in Deutschland laufen im Ausland um die 60 Jahre, sind dafür genehmigt worden. Wir sind der Meinung, dass wir auch wir in Deutschland diese 60 Jahre erreichen können. Man habe über 1,4 Milliarden Euro in die Sicherheit von Biblis investiert, sagt RWE. Trotzdem kam es am 1. Juli beim Pumpen von leicht radioaktivem Abwasser erneut zu einem Störfall. Atomkraftgegner bezeichnen Biblis schon lange als Schrottreaktor und fordern die Abschaltung. Die Anlage ist sicher und gehört zu den sichersten in Deutschland. Und wir sind sicher, dass wir diese Anlage auch weiter auf technisch höchstem Niveau betreiben können. Daran hat Dr. Angelika Clausen vom Internationalen Verein Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges allerdings erhebliche Zweifel. Auch BP hat behauptet, dass Tiefseebohrungen sicher seien. Aber die jetzige Ölkatastrophe zeigt das Gegenteil. BP kann diese Ölkatastrophe nicht beherrschen. Auch Tschernobyl konnte nicht beherrscht werden, obwohl die Atomkraftwerksbetreiber behauptet hatten, so etwas sei gar nicht möglich. Seit Jahren klagt die Ärztevereinigung auf Stilllegung von Biblis B und verweist auf 200 Sicherheitsmängel. Eine gerade veröffentlichte Auswertung aller deutschen Reaktoren zeige, in neueren Atomkraftwerken gäbe es 4 Störfälle pro Jahr, in alten 12. Die meisten Gründe für Störfälle sind sicherheitsrelevante Leckagen und Risse, also die Folge von Materialermüdung, von Alterungsprozessen. Natürlich kommt auch noch Schlamperei hinzu, die Notwendigkeit unter sehr hohem zeitlichen Druck zu arbeiten und deshalb nicht so genau zu sein. Und das kann schließlich zu katastrophalen Wirkungen führen. Wolfgang Renneberg war jahrelang Chef der Atomaufsicht im Bundesumweltministerium. Von der neuen Regierung wurde er durch einen Atomanhänger ersetzt. Er glaubt nicht, dass man alte Atommeiler durch Nachrüstung wirklich sicherer machen kann. Im Bereich der Kernkraftwerkstechnik haben wir prinzipiell das gleiche Problem wie im Autobau. Sie können auch nicht in einen alten 2CV die gleiche Sicherheitstechnik einbauen, die heute in einem modernen Golf Standard ist. Das größte Problem seien die veralteten Sicherheitskonzepte, sagen Kritiker. So seien die Betonwände nur 40 bis 80 cm dick und nicht wie bei neuen Anlagen bis zu 2 Meter. Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit stellte schon vor Jahren fest, dass ältere Kraftwerke einem Absturz oder Terrorangriff mit einem großen Flugzeug nicht standhalten könnten. Das bedeutet im Extremfall nichts anderes als eine massive Freisetzung von Radioaktivität über hunderte Kilometer. In Deutschland sind zurzeit noch 17 Kernkraftwerke in Betrieb. 7 davon gelten als besonders gefährdet. Die Verantwortlichen kennen die Gefahr. Denn der Anschlag auf die Twin Towers in New York hat gezeigt, dass ein gezielter Terrorangriff mit einem großen Flugzeug möglich ist. Im August 2009 haben die CDU-Ministerpräsidenten Koch und Oettinger ein Strategiepapier formuliert. Darin fordern sie im Gegenzug für eine Verlängerung der Laufzeit, dass alle Kernkraftwerke, die über das Jahr 2020 hinaus betrieben werden sollen, bis zum Jahr 2015 einen baulichen Schutz gegen Flugzeugabsturz erhalten. Aber um solche großen Nachrüstungen durchzuführen, braucht es viele, viele Jahre der Planung und des Baus. Es braucht dazu eine Prüfung, inwieweit solche Maßnahmen möglicherweise neue Risiken schaffen. Und es braucht vieler finanzieller Mittel, um diese Nachrüstungen durchzuführen. Deswegen kann ich mir praktisch kaum vorstellen, dass es solche Nachrüstungen geben wird. Wenn die Betreiber eine volle Haftpflichtversicherung übernehmen müssten, wäre die Kernkraft sofort am Ende.
Laut Atomgesetz müssen nur Schäden bis 2,5 Milliarden Euro abgesichert werden. Experten schätzen den tatsächlichen Schaden bei einem schweren atomaren Unfall aber auf 2.500 bis 5.000 Milliarden Euro. Windkraftbetreiber müssen immer den vollen Schaden absichern, Atomkraftwerksbetreiber nicht. Und das ist für uns eine nicht hinzunehmende Subvention der Atomkraft. Müssen die Atomkraftwerksbetreiber eine vollständige Haftpflichtversicherung abschließen, dann würde der Atomstrom bis zu 2,70 Euro pro Kilowattstunde kosten und wäre damit nicht mehr wettbewerbsfähig. Das möchte die Bundesregierung aber auf keinen Fall. Sie setzt weiter auf Atomstrom. Strittig ist eigentlich nur noch die Dauer der Verlängerung. Das Öko-Institut in Berlin hat schon mal vorgerechnet, worauf die Konzerne hoffen dürfen. Je nach Laufzeitverlängerung winken enorme zusätzliche Gewinne. Dafür wäre man im Gegenzug sogar zu einer kleinen Spende an einen Fonds für erneuerbare Energien bereit. Falls die Hitzewelle anhält, könnte es sein, dass einige Atomkraftwerke in Deutschland am Wochenende ganz abgeschaltet werden müssen, weil das Kühlwasser zu warm wird, so aktuelle Meldungen der Behörden.